Ich bin umgeben von Stäben aus Eisen gefangen. Doch ich will nur meine Seele befreien. Und deswegen suche ich den Grund, warum ich Texte schreibe. Obwohl ich weiß, dass hier eh nichts am Ende bleibt. Ich halte den Stift in der Hand, schreib Gefühle aufs Blatt. Führe den Kampf mit Sorgen, denn Probleme versüßen meinen Tag. Ich will ausbrechen, mich von Ketten befreien. Und weil es nicht anders geht, mach ich's am besten am Mic. Doch oh mein Gott, die werden nicht sprechen. Ich will nicht paranoid werden. Ich muss raus hier, denn ich will nicht depressiv sterben. Gefangen im Käfig, komm nicht raus aus den Zwängen. Einmal gefangen und verlassen und du glaubst an nichts mehr. Kein Glaube an Gott, weil du so viel hinterfragst und niemand der bei dir ist, außer Krisen sind da. Du hast zu viel Zeit, doch weiß nichts damit anzufangen. Ich muss Stärke zeigen oder ich klapp zusammen. Sie wollen mich reinkriegen und reden schlecht, weil sie sehen, wie ich mich langsam aber sicher meinen Zielen entgegenstreck. Das hier ist mehr als Rap, fuck, wieso wiederhole ich mich ständig und wieso fühlt es sich an wie ein Gefängnis? Sie wollen mich reinkriegen und reden schlecht, weil sie sehen, wie ich mich langsam aber sicher meinen Zielen entgegenstreck. Das hier ist mehr als Rap, fuck, wieso wiederhole ich mich ständig und wieso fühlt es sich an wie ein Gefängnis? Ich sitze fest wie hinter Gitter stehen, will so nicht mehr leben. Ich muss raus aus dieser Zelle, die sich eingebrannt hat in mein Schädel. Ich hab keinen Bock mehr, die Routine frisst mich auf und ich will hier raus und ich suche Ordnung in dem Kauf, um mich selbst zu finden. Zwischen all dem Stress, der auf mir liegt, seh den Alltag vor mir selbst, wenn ich die Augen schließ. Ich such nach Ursachen wie bei einer Autopsie. Was ist mir Geld, wenn es Freiheit nicht zu kaufen gibt? Ich sitz im Knast, auf dem es keinen Ausweg gibt. Lebenslänglich im Gefängnis, Freigang hab ich auf dem Beat. Ich such nach Wärme, auch wenn in mir Winter ist. Du siehst mich lächeln, doch du weißt nicht, was dahinter ist. Ich versuch's dir klar zu machen, doch du spürst die Gitter nicht, weil du dich nicht bewegst. Spürst du von den Gittern nichts? Zu dem Gefängnis hier sind wir verdammt. Es ist das Gefängnis des gesellschaftlichen Zwangs. Sie wollen mich reinkriegen und reden schlecht, weil sie sehen, wie ich mich langsam aber sicher meinen Zielen entgegenstreck. Das hier ist mehr als Rap, fuck, wieso wiederhole ich mich ständig und wieso fühlt es sich an wie ein Gefängnis? Sie wollen mich reinkriegen und reden schlecht, weil sie sehen, wie ich mich langsam aber sicher meinen Zielen entgegenstreck. Das hier ist mehr als Rap, fuck, wieso wiederhole ich mich ständig und wieso fühlt es sich an wie ein Gefängnis? Menschen werden durch das Geld einfach kalt und rücksichtslos. Dieser Alltag fühlt doch alle, die Gesichter hier sind bleich. Ich scheiß auf die Gesellschaft, ach so voll leid. Ignorante Blicke treffen mich und diese Kälte, die mir diese Welt entgegenbringt, killt den Menschen in mir drin. Ein Typ läuft in die Schule ein, Waffen im Gepäck, dreht durch, ratatatata, ballert alles weg. Und ihr diskutiert über Killerspiele, wollt ihr nicht kapieren, das ist Systempersönlichkeiten. Wie ihn produziert, es sind nicht Drogen oder das Böse im Menschen. Es ist der Alltag und der Zwang, ums Überleben zu kämpfen. Doch, doch der Druck, der darauf lastet, Behörden schikanieren, die Öffentlichkeit verachtet. Es ist nicht der Alkohol und auch nicht das Gras. Es ist die Ausgrenzung, wenn du nichts bist und nichts hast. Wir sitzen im Dreck. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Sie wissen es besser. Und keine Ahnung, was sie sagen. Wieso regiert mich jemand? Wer verballert, wie ich lebe? Wieso erhebt sich niemand? Und beendet die Misere? Wir sitzen im Dreck. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Wissen es besser, keine Ahnung, was sie sagen. Wieso regiert mich jemand? Wer verplattert, wie ich lebe? Wieso erhebt sich niemand? Beendet die Misere? Es ist egal, was ihr sagt, ich hab gesehen, wie's Leben abläuft. Kann mein Onkel verstehen, dass er den ganzen Tag säuft. Weiß, wie stark der Druck ist, wenn man tagelang frustriert. Wenn man den ganzen Tag auf Arbeit ist, ist man am Abend gefrustet. Weil man keine Zeit für sich hat, keinen Augenblick genießen kann. Man wird geformt und manipuliert vom System und diesem Staat. Sie wollen Sicherheit geben durch mehr Bullen auf Demonstrationen. Mit Sicherheit, deswegen liegen Demonstranten am Boden. Und deswegen werden Menschen, die was runterladen, bestraft. Und gleichgesetzt mit Schwerverbrechern 5 Jahre Knast. Fick die Regeln, dieses Spiel, ich bin kein Teil von euch. Antinationalität ist nicht okay, doch Liebe und Stolz fürs Volk. Was ist das für ein Denken, was ist euer Problem? Sogar Homosexualität ist für viele nicht okay. Und du fragst, warum ich so argumentiere? Weil der Hass auf das System nicht wie die Bullen so stark kontrollieren. Wir sitzen im Dreck. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Sie wissen es besser. Und keine Ahnung, was sie sagen. Wieso regiert mich jemand? Wer verplattert, wie ich lebe? Wieso erhebt sich niemand? Und beendet die Misere? Wir sitzen im Dreck. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Sie wissen es besser, keine Ahnung, was sie sagen. Wieso regiert mich jemand? Wer verplattert, wie ich lebe? Wieso erhebt sich niemand? Und beendet die Misere?
mich etwas betäubt. Vielleicht bin ich zu sensibel, vielleicht seid ihr auch zu kalt. Ich schaue in die Tiefe und ich spüre, wie ich falle. Ich schieße scharf auf diese Scheißstation, durchlöcher diese Gesellschaft mit Kleinsatzmunition. Manche sagen, ich hab Skills und respektieren diesen Shit. Andere haten mich und Mike, weil die Realness sie fickt. Ich mach Rap nicht, weil ich will, sondern weil ich muss. Denn ich fühle mich frei, wenn ich meine Reime spuck. Puh. Schau dich um,